Ihr hört unsere Raps und die Sonne geht auf das Zimmer. Guten Abend, meine Freunde und Girls. Hier sind die Neuköllner News im Studio mit Jacqueline. Und mein Name ist Jeff Jefferson. Und was mit dir los? Die Zuschauer wollten doch Nachrichten sehen und keine Songs hören. Gut, okay, los geht's. Vergessen Sie die Copacabana, vergessen Sie Disneyland und vergessen Sie den Eiffelturm. Das größte und teuerste Sportereignis des Jahrhunderts findet 2022 hier in unserem Kiez statt. Besser gesagt, auf dem Schürkerplatz. Die Bauarbeiter für das Stadion sind im vollen Gange. Dazu schalten wir live zu der Baustelle ein. Unsere Reporterin Shema und Umia sind live vor Ort. Danke, Nassim. Ich bin Shema. Und ich bin Umia. Jetzt berichten wir vom Schürkerplatz, dem größten Stadion. Hier wird ein Fußballstadion gebaut. Hier ist Gabriel. Wen willst du hier gerne spielen sehen? Also FC Bayern, die sind unglaublich. Die haben gegen Hoffenheim 2-0 gewonnen. Martin, was denkst du über das Stadion? Es ist groß, es ist schön. Und man kann da drin auch gut spielen. Es sind schöne Spieler da. Ich möchte auch gerne da drin spielen. Okay, das waren die Fußballfans. Jetzt gehen wir weiter zu den Bauarbeitern. Los, jetzt. Das war jetzt noch. Hansa, können Sie uns bitte von Ihrem Job berichten? Ja, also wir bauen hier ein Stadion, um die Fußballer, wenn es fertig ist, kommen die Fußballer und spielen um den Finalpokal, also Bayern München und Real Madrid. Okay, Hamza, kannst du uns auch von deinem Job etwas erzählen, was dir am meisten gefällt? Also ich grabe am meisten und mache mit dem Kran und naja, und das ist schwer. Gar nicht einfach. Habt ihr auch dazu vielleicht einen Bauplan? Ja. Hier ist mein Bauplan. Okay, hier ist der Bauplan. Hier ist der Bauplan. Und hier 4 Meter das groß wird. Und das waren auch die Bauarbeiter und jetzt geben wir ans Studio. Tschüss! Ole, 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 we are the champs, we are the champions. Ole, 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 we are the champs, we are the champions. Ole, oh! Okay, zurück zu den Nachrichten von Neukölln. Also. Neben uns beiden hat Neukölln eine neue Attraktion. Neben den Erwachsenen bekommen die Kinder nun auch einen entsprechenden Eingang. Du meinst wohl Abgang? Was ist jetzt los? Ist etwas passiert? Oh, ich höre was auf meinem Ohrstöpsel. Es beginnt die Sackhüpfenmeisterschaft im Körnerpark. Wir schalten sofort zu unserem Außenreporter. Hallo? Kannst du uns hören? Ja, ich kann euch hören. Guten Tag aus dem Körnerpark. Gleich beginnt hier die Sackhüpfmeisterschaft. Und wie jedes Jahr sind sehr viele Teilnehmerinnen dabei. Wie ist die Stimmung dort? Gibt es schon einen Gewinner? Die Stimmung hier ist sehr gut. Alle haben sich sehr gut vorbereitet. Alle sehen sehr sportlich aus. Und leider noch kein Gewinner, noch nicht. Und ja. Aber bevor es losgeht, müssen wir die fragen. Seid ihr alle bereit? Ja! Jetzt kann es losgehen.
Auf die Plätze, fertig, los! Ah! Naomi! Naomi! Und wir haben eine Siegerin. Ich bin sehr gut, aber die anderen Teilnehmer waren auch sehr gut vorbereitet. Ich möchte mal die anderen Teilnehmer bedanken. Wie hast du das erlebt? Ich habe es sehr gut erlebt. Ich möchte sehr gut. Im Namen des No Köln News erhältst du diesen Pokal. Nochmal. Das war Kölner Park. Zurück zum Studio. Danke, Estera. Was hörst du da? Was? Du kennst die auch? Ja, Mann, wer kennt die nicht? Das sind die coolen Kids aus dem Körner Kids, die coolste Rap-Gruppe der Welt. Guckst du da? Die coolen Kids bringen Rap von der Straße für die Straße. Seit 2010 produzieren sie jedes Jahr einen neuen Hit und füllen mittlerweile ganze Hallen. Was gibt's Neues von den Kids? Unser Reporter Almir ist live im Tonstudio und interviewt die Kids. Vielen Dank, dass du Zeit für mich genommen hast. Was gibt's Neues von euch? Hast du kein Facebook und Twitter? Wir sind gerade am Produzieren. Bauen neue Beats für das nächste Album und checken neue Moves. Macht euch auf was gefasst. Voila, die CD wird abgehen. Wo sieht man euch live? Kennst du Nachtbeat? Kriegst auch du Backstage-Pass. Wir spielen Konzerte auch in deinen Kids. Oh, vielen Dank. Wie kommt eigentlich mit den vielen Fans klar? Siehst du, du hast kein Facebook. Die Fans liken, machen Kommi und teilen Clips. Ich höre jetzt schon die Fans schreien. Coole Kids! 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 Bitte ein Autogramm! Coole Kids! Coole Kids! So viel von den coolen Kids. Zurück zum Studio. Hier, ein Autogramm! Coole Kids! Ich bin erst. Nein, was für eine Unverschämtheit! Ich bin zuerst! Hier! Ein Autogramm! Bitte! Ich! Liebe Zuschauer, wir danken Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Und bleiben Sie uns treu. Ja, bleiben Sie uns treu. Yes, yes, yo, to the beat, yo. Coole Kids sind zurück am Mic, yo. Das ist unser Kiez, das ist 44. Wir entern die Bühne und steppen hervor. Yeah. Bester Beats, bester Raps, direkt in den Ohr. Das ist unser Lebensstil, Rap, das spart Ohr. Ich meine Crew, den coolen Kids. Rappen wir jedes Jahr Hit für Hit. Wir hören laut Musik, fühlst du unseren Beat? Hier tanzt man auf der Straße, das gibt's nur im Kiez. Das ist meine Heimat, welch schöne Gegend. Sonne auf dem Asphalt, das wird belebend. Von Nord, von Süd, von Ost nach West. Berlin City ist für uns der Best. Neukölln ist unser Viertel, Nachbi unser Haus. Alle trommeln mit, der Rhythmus ist im Schau. Komm, ich halte meinen Kiez. Siehst du die Straße, spürst du den Beat?